Dann werfen wir jetzt einmal einen Blick auf internationale Nachrichten. Nach blutigen Protesten tritt der Finanzminister Kolumbiens zurück. Das und mehr sehen Sie in unserer internationalen Meldungsübersicht. In Mexiko-Stadt sind Montagnacht beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Rund 50 weitere sind verletzt. Schon früher haben Anrainer von Schäden an Pfeilern entlang der Strecke berichtet. In Kolumbien ist der Finanzminister nach den anhaltenden und blutigen Protesten gegen die geplante Steuerreform zurückgetreten. Die Reform selbst wurde zurückgezogen. Sie hätte eine Erhöhung der Einkommensteuer vorgesehen, um die schwer getroffene Wirtschaft wiederzubeleben. Betroffen hätte das vor allem die Mittelschicht. Bei den Protesten sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Über 800 weitere wurden verletzt und mehr als 400 festgenommen. In Madrid finden heute Dienstag Regionalwahlen statt. Die bisherige konservative Regionalpräsidentin Isabella Ayuso kann mit den Umfragen zulegen. Es wird trotzdem ein knappes Rennen erwartet. Ayuso hatte sich zuletzt gegen die Corona-Maßnahmen der linksgerichteten spanischen Regierung gestellt. Gastronomie, Kultur und Tourismus wurden entgegen der spanischen Regierungslinie früh geöffnet. Die Außenminister der G7-Staaten beraten heute in London über ihr Verhältnis zu China und Russland, aber auch über die Konflikte in Syrien, der Ukraine, Myanmar und Afghanistan. Es ist wegen der Corona-Pandemie das erste persönliche Treffen seit 2 Jahren. Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Ehefrau Melinda lassen sich nach 27 Ehejahren scheiden. Man werde aber weiterhin zusammen an der gemeinsamen Stiftung arbeiten. Das geben die beiden auf Twitter bekannt. Mit ihrer Stiftung setzen sie sich für die Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria, AIDS und Kinderlähmung sowie dem Kampf gegen die Klimakrise ein. Das Oktoberfest in München, das normalerweise mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt anzieht, wird auch heuer nicht stattfinden. Die Stadt München hat es wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das Fest erwirtschaftet jährlich 1,2 Milliarden Euro Umsatz.